Zum ersten Mal seit 60 Jahren gibt es in Hollywood zwei parallele Streiks. Bereits seit Mai haben Drehbuchautoren ihre Arbeit niedergelegt und zwingen so viele Late-Night-Shows, Wiederholungen zu senden. Seit gestern Nacht protestieren nun auch Schauspielerinnen und Schauspieler. Der Streik ist verpflichtend und bedeutet für die Darsteller, auf Dreharbeiten, Premieren und Interviews zu verzichten. Mit dem Bus auf dem Weg zum Streik. Seit heute haben auch die gewerkschaftlich organisierten Schauspielerinnen und Schauspieler die Arbeit niedergelegt. Das bedeutet, in Hollywood ist praktisch vorerst die letzte Klappe gefallen. In den USA können nun kaum noch Serien und Filme gedreht werden. Denn seit Mai streiken auch schon die Drehbuchautorinnen und Autoren. Beide Gewerkschaften fordern im Wesentlichen eine bessere Vergütung und Regelungen für den Einsatz künstlicher Intelligenz. Wir rutschen in eine gefährliche Zeit, wie eine echte Dystopie, wenn große Unternehmen glauben, dass sie Menschen arbeitslos machen und durch künstliche Intelligenz ersetzen können. Wie weit dürfen die Studios gehen, wenn sie zum Beispiel die Stimme oder das Gesicht eines echten Schauspielers in einigen Filmszenen nutzen, ohne ihn dafür extra zu bezahlen? Auch Hollywood-Stars unterstützen den Streik. Es gehe vor allem um die Darsteller, die deutlich weniger verdienen als sie, sagte Schauspieler Matt Damon gestern und verließ diese Filmpremiere vorzeitig. Vertreter der großen Studios wiesen die Erwartungen der Gewerkschaft als nicht realistisch zurück und warnten: Das ist ein großer Kollateralschaden. Es gibt so viele, die von der Industrie abhängig sind. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Wie groß die Auswirkungen sein werden, ist unklar. Das hängt vor allem von der Länge des Streiks ab.